So, in diesem Video soll es um das Thema Speichern gehen. Wir hatten gerade in den letzten Stunden die Situation, dass man hin und wieder so ein Zwischenergebnis hat. Und das Problem, das sich ergab, war, was mache ich, wenn ich so ein ganz langes oder ein Ergebnis habe mit vielen Nachkommastellen oder einer ganz langen oder einer ganz großen Periodenanzahl. Und das alles richtig aufschreiben, das geht ja quasi fast nicht oder es würde so viel Zeit kosten, dass es unrealistisch ist. Und um trotzdem möglichst genau zu rechnen, gibt es eben Speicher. In unserem Taschenrechner gibt es verschiedene Speicher und einen davon habt ihr schon kennengelernt, das ist der Rechnungsspeicher. Und zwar, wenn ich bestimmte Rechnungen eingetippt habe und was gerechnet habe, dann ist es ja so, dass ich die alten Rechnungen immer über hier die Pfeiltasten mir wiederholen kann. Jetzt aber zu einem anderen Speicher, denn manchmal sind es ja die Zwischenergebnisse und ich möchte nicht die ganze Rechnung hier haben. Und dazu fange ich mal an und mache mal hier eine ganz schwere Aufgabe. Das ist gut. Naja, doch, die ist so schwer. Also das Ergebnis ist ja hier 6. Lassen wir die Zahl 6 mal stellvertretend für ein beliebiges Ergebnis stehen. Jetzt kommt es eben vor, dass ich ein Zwischenergebnis habe und möchte mit dem weiterrechnen. Man muss es vielleicht auch aufschreiben, dass man eben dokumentiert, dass man es gerechnet hat und möchte damit weiterrechnen. Wenn ich jetzt dieses Ergebnis wieder mal 2 rechnen will, muss ich es also, egal wie kompliziert es ist, nicht nochmal eintippen. Sondern ich kann damit direkt weiterrechnen, indem ich jetzt zum Beispiel hier sage, ich möchte es wieder mal 2 rechnen, indem ich auf die Maltaste drücke und dann erscheint hier ein ANS. Das ANS ist eine Abkürzung für Answer, Englisch also Antwort. Ich habe hier also die alte Antwort, eigentlich besser für uns das alte Ergebnis der Rechnung und das wird mal 2 genommen. Das war ja eben, das Ergebnis war ja eben 6. Also wenn ich jetzt mal 2 rechne, müsste da also 12 rauskommen. So, und jetzt wird es ein bisschen tricky. Ich muss nämlich schauen, wenn ich jetzt nochmal das gleiche Zeichen drücke, wird dieser Befehl, der hier oben steht, wieder ausgeführt. Dieses ANS, die letzte Antwort, also das letzte Ergebnis, ist aber nicht mehr 6, sondern die letzte Antwort ist hier die 12. Das heißt, hier kommt jetzt 24 raus. Und so geht es weiter. Immer das letzte Ergebnis wird mit 2 mal genommen. Ja? Also, man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man diesen Antwortspeicher verwendet, ist, dass man nicht zum Beispiel aus Versehen doppelt drauf tippt. Sonst ist man hier ganz plötzlich bei einem ganz anderen Ergebnis. Was es da bringen kann, ist, dass man sich eben so ein Zwischenergebnis tatsächlich mal aufschreibt und das Endergebnis, das kann man dann etwa überschlagen, wie viel es ungefähr ist. So, ja, man kann übrigens nicht nur hier damit weiterrechnen, indem man einfach dann die Rechnung eintippt. Hier gibt es auch hier unten eine Taste ANS. Das heißt, ich kann also auch zum Beispiel 2-mal ANS eingeben. Ja, hat den gleichen Effekt, als wenn ich es eben andersrum machen würde. Also ANS steht für letzte Antwort. Auch wenn ich vergessen habe, sie gleich zu verwenden, solange ich zwischendurch nichts anderes gerechnet habe, kann ich sie weiterverwenden. Übrigens, um zu testen, welcher Wert denn jetzt gerade drin ist, kann ich aber Folgendes machen. Ich drücke einfach ANS und Gleichheitstaste und dann sehe ich genau den Wert. Und da ich ja das gleiche Ergebnis wie im Antwortspeicher drin ist, hier nochmal anzeigen lasse, ist es also immer noch das gleiche. Okay, das war also der Ergebnisspeicher. Jetzt gibt es aber noch eine andere Art von Speicher, die nennt man unabhängig. Unabhängig deshalb, nämlich dass er quasi sich nicht verändert, wie das dieser Ergebnisspeicher macht. Einige haben damit schon Kontakt gehabt, nämlich es gibt zum Beispiel diesen Speicher M wie Memory. Und
wenn man etwas da drin gespeichert hat, dann erscheint hier oben dann dieses Symbol innen drin. So. Zur Demonstration gebe ich einfach mal irgendeine Zahl ein. Und diese Zahl kann ich jetzt in den Speicher M unterbringen. Zum Beispiel, indem ich hier M plus drücke. So, was ganz wichtig ist, dadurch, dass hier jetzt ein Ergebnis erscheint, ist bereits was geschehen. Ich muss also nicht nochmal das Gleichheitszeichen drücken. Und man sieht jetzt hier oben, da ist jetzt aber das Symbol M erschienen. Das bedeutet, dass ich was drin gespeichert habe. Ich lösche das hier. M bleibt erhalten. Und ich kann M auch wieder zurückrufen. Dazu gibt es hier auf dieser Taste M plus dieses Symbol nur M. Und das ist ja in Rot, also kann ich es mit Hilfe der Alpha-Taste zurückholen. M. Und das ist 5. Ich kann jetzt mit diesem M übrigens auch rechnen. Also zum Beispiel, das war jetzt falsch, Moment. Ja, das muss man löschen. Also Alpha M. M war ja 5 mal 3. Ergibt oder müsste 15 ergeben. Ja, ist auch richtig. Das heißt, ihr könnt da ein etwas komplizierteres Ergebnis eben auch abspeichern und mit dem dann mehrfach eine Rechnung wiederholen. Das geht eben mit diesem Ergebnisspeicher nicht, weil denn jedes Mal, wenn ich was rechne, bekomme ich ein neues Ergebnis und damit verändert sich die Zahl. So, jetzt, warum heißt das eigentlich hier M+? Dazu möchte ich euch noch Folgendes zeigen. Also, wie war der Wert von M? War ja 5. Dieses M plus bedeutet jetzt, dass wenn ich diese Taste hier benutze, dass dann das, was gerade angezeigt wird, oder die Zahl, die ich eingebe, wie zum Beispiel 8 und jetzt M plus, zum Speicher M dazu addiert wird. Hier sieht man jetzt, ich habe M plus gedrückt und sofort kam hier ein Ergebnis. Und wenn vorher 5 drin war und 8 dazu, müsste jetzt also im Speicher M 13 drin sein. Also richtig. Jetzt gibt es hier noch ein M minus. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, nimm mir die 3 und ziehe das Ganze vom Speicher oder ziehe vom Speicher diesen Wert ab. Da das hier links ist, in beigefarben, also die Shift-Taste. Und dann habe ich jetzt gerade einen Fehler gemacht, weil ich habe nicht nur das M- gedrückt, sondern nochmal das Gleichheitszeichen. Das heißt, es wurde 2 mal 3 abgezogen. Wenn ich jetzt wieder Shift. Nee, Moment. So, Alpha M drücke, ist jetzt eben 7, das Ergebnis, was da drin gespeichert ist. Also 13 minus 3 und nochmal minus 3. Also aufpassen, wenn man diese M plus, M minus Taste verwendet, nicht das Gleichheitszeichen danach verwenden. Was übrigens auch gerade zu sehen war, ist, dass diese Werte in M behalten werden, auch wenn der Taschenrechner ausgeschaltet wird. Wie man den Wert löscht, das werde ich euch gleich noch zeigen. Außer diesem Speicher M gibt es noch andere Speicher, und zwar sind das die folgenden, nämlich hier A, B, C, D und X und Y. Um da drin Werte zu speichern, muss ich ein bisschen anders vorgehen als bei M. Und zwar gibt es hier zwei Tasten, beziehungsweise eine Taste, RCL wie Recall, und über die Shift-Taste erreichbar ist die Funktion STO wie Store, also abspeichern, zurückholen und abspeichern. Nehmen wir mal an, ich will eine Zahl, meinetwegen die 9, abspeichern in A, dann mache ich das über dieses Store, also Shift, Store,
Hier wird angezeigt, dass ich das ausgewählt habe und in den Speicher A. Auch hier ist es wieder drin. Ein weiteres Mal, eine weitere Benutzung der Gleichheitstaste würde nichts verändern, weil dann geschieht wieder das Gleiche wie hier angezeigt, dass 9 in A abgespeichert werden würde. Das ist also ein kleiner Unterschied zu diesem Speicher M. Ich finde es eigentlich fast besser so, weil wenn man hier aus Versehen zu viel drückt, wird eben ja, zu viel dazu gerechnet. So, nehmen wir mal jetzt die Aufgabe, ich habe irgendeine Zahl mit einer periodischen Nachkomma-Anzeige, zum Beispiel ein Drittel, wie sowas hier. Damit ich das nicht eingeben muss, jedes Mal von 9, kann ich das zum Beispiel auch abspeichern. Jetzt als Ergebnis, was hier steht, möchte ich es zum Beispiel in B abspeichern und dann nutze ich quasi den Ergebnisspeicher, drücke die Store-Taste und speichere das in B. Und hier erscheint jetzt wieder dieses ANS, also die Answer, das ist also das Ergebnis der letzten Rechnung gewesen. Ja, so kann ich Ergebnisspeicher und unabhängigen Speicher also kombinieren. Jetzt habe ich gespeichert, ich möchte es aber gerne nochmal zurückholen. Und da gibt es eben die Recall-Taste, also zum Beispiel Recall A. Ah, wird direkt angezeigt. Oder Recall B, da haben wir das ein Drittel. Übrigens funktioniert die Recall-Taste auch mit dem M zusammen. Das war zuletzt 7. Ist eventuell, wenn man sich daran gewöhnt hat, vielleicht sogar einfacher, hier diese Recall-Taste zusammen mit der M-Plus-Taste zu verwenden, als dann hier das Alpha zu verwenden. So, jetzt kann ich also mit diesen gespeicherten Werten, mit diesen Speichern normal rechnen, als ob es Zahlen wären. Also könnte ich zum Beispiel hier A schreiben und A rechne ich plus mein B und ziehe oder multipliziere das Ganze vielleicht noch mit M und das Endergebnis wird mir dann ausgerechnet, als ob ich hier die entsprechenden Zahlen aus den Speichern hier direkt eingesetzt hätte. So, jetzt noch wichtig, wie kann ich das Ganze löschen? Da ich ja gezeigt habe, dass ich auch nach dem Ausschalten die Werte noch habe, wird es also so nicht gelöscht. Da gibt es aber eine Möglichkeit, nicht nur die Speicher zu löschen, sondern auch noch mehr. Und das geschieht hier über diese CLR wie Clear-Funktion. Die steht über eine 9 und ist beige, also muss ich Shift drücken. Dann kann ich auswählen, was ich alles speichern will. Ich will die Daten, das sind also die eingespeicherten Zahlen, löschen. Und falls ich mir es nicht anders überlege, müsste ich es mit AC abbrechen. Ansonsten hier das Gleichheitszeichen drücken. Und dann ist alles gelöscht. Ich muss nicht alle Variablen einzeln speichern, löschen. Wie das einzeln geht, das werde ich euch gerade noch mal zeigen. Ich speichere noch mal was in A. Zum Test Recall A ist 8. Um es zu löschen, muss ich folgendermaßen vorgehen. Ich speichere quasi 0 in meiner Variable A und dann also Shift Store A. Und dann ist es auch schon übernommen. Wir testen es. Recall A. Und dann ist eben 0 drin. Das funktioniert genauso auch mit der Taste, mit dem Speicher M. So kriege ich das auch genauso frei.